Ich flieg mal jetzt hier nicht bis zur anderen Sonne. Federal Security, verfolgst du mich? Ich wäre eigentlich, will ich ja bloß Signalquellen, ne? New Signal Source discovered. Wo? Wie? Wo denn? Stopp! Müsste es auch gleich eine Tastenkombination dafür geben. So, scannen. Convoy Dispersal Patterns. Red 4! Na hä? Nee, ich glaube, es ist nichts für mich. Wo ist die andere? Das ist andere. Degraded Emission Detected Red 0. Okay, runtergefahrene Ausstöße. Oder gewertet? Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich mir darunter jetzt vorstellen soll, was mich jetzt hinter dieser Beschreibung erwartet. Irgendwelche Emissionsrückstände hat es scheinbar noch gefunden, aber was die mir sagen sollen und von wem, von was und wieso? Keine Ahnung. Thread 0, denke ich, sollte ich aber damit fertig werden. Kommt bestimmt jetzt eine böse Sidewinder oder irgend sowas. Ganz, ganz böse. Ah! Oh, bremsen, 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 damit wir nicht in die ganze Schrott reinfliegen. Stopp, stopp! So, wie war das mit Licht anmachen? Ship Lights? Alles da. Hat das was gebracht? Nee. So, was gibt's denn jetzt hier? Kanister Bio-Waste. Na, klasse! Okay, Degraded Emissions. Das heißt vermutlich hier verflossene, also nee, abgelaufene, wisst schon hier. Emissionen von einem, ist das ein Clipper oder ist das ein Cutter? Keine Ahnung. Jedenfalls hat es den hier zerlegt und ja. Ich brauche aber kein Bio-Waste. Ich brauche irgendwelche schönen Chemical Processors oder irgendwas anderes. Ist natürlich eine sehr spannende Folge. So. Ich brauche wieder. Gib mir mehr Signalsourcen. Signalquellen. Signalsourcen. Das Discard no Signal Source hat's gesagt. Wo? Schnell! Hinter uns! Brems! Ich weiß auch gar nicht, wonach ich Ausschau halten muss, ehrlich gesagt. Schon wieder Convoy Dispersal Patterns Retire irgendwie. Meh. Wo fliegen wir denn da jetzt hin? Beziehungsweise, wo ergibt das denn Sinn? Das war, glaube ich, das, was ewig weit weg war. Ne? DK 8, brauchen wir nicht. Convoy Threat Dispersal Pattern? Nee, eigentlich auch nicht. Da ist wieder eine. So. Schon wieder. Thread 4. Wisst ihr was? Ich spring da jetzt rein. Mache ich jetzt wirklich. Theoretisch erwartet mich dann, wenn es so ist wie vor uns, auch wieder bloß eine Security. Die irgendwie scheinbar einen großen Frachter eskortiert. Das war ja vor uns der Typ 9. The people united, we will never be defeated. Aha, also herrscht ja scheinbar gerade Bürgerkrieg oder irgend sowas. Ist mir auch alles herzlich egal, ich möchte ja bloß Ressourcen finden. Zum Craften. Boah, Alter. Eine Vulture, aber es ist alles Navy, 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 die sind ja alle gut, also Chemical Processors, weiß ich ja, werden von solchen großen Transportschiffen abgeworfen. Wenn ich jetzt in der Föderation mir Kopfgeld mache, dann habe ich ein Problem. Was ich mich eigentlich frage ist, warum fliegen die hier mit Normalantrieb durch einen leeren Raum? Ist ja irgendwie... Naja, also... Also,
Oder? Also eigentlich ja sinnlos, oder? Keine Ahnung. Sehe ich da bloß was falsch? Naja. Gut, also das versuche ich gar nicht erst wieder, obwohl jetzt stand ja da Thread 4 und das war aber eigentlich meines Erachtens nach weniger Widerstand. Na gut, es waren ein paar Schiffe mehr. Ja, schwer zu sagen. Vielleicht sollte ich doch mal nachschauen, was naja, ihr wisst schon wer. Was hier mir das Dingsbums sagt, meine. Halt, du mal schnell auf die Bremse treten, damit wir nicht sonst wohin fliegen. Engineers, genau. Felicity. Was haben wir denn da für ein Blueprint? So, Disruptive. Ich wollte doch. Energy Wakes with Wakes. Genau, known to be salvaged from Signal Sources. Okay. Dadurch geht das also theoretisch. Wir müssen scheinbar nur noch die richtige Signalquelle finden, wie ich das so sehe. Dreh dich! Oh, wir sind verdammt nah dran. Kann ich nicht irgendwie stehen bleiben? Weapons fire detected! Thread 2! Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich würde jetzt gerne, wenn ihr die Multicannon da seht, auf Reload drücken. Ja, keine Ahnung. Weapons fire hin oder her. Ich kann leider gerade nichts sehen. Okay, weiter geht unsere Suche. Mal sehen, ob wir bei der nächsten ein bisschen mehr Glück haben. Also ich wollte ja eigentlich in der Folge, die jetzt schon ein bisschen länger geht, hätte ich ja zu gern mal was gefunden, was ich brauche. So rein zu demonstrativen Zwecken, ne? Signalquelle, wo bist du? Komm auf meinen Schirm. Ich möchte dich stürmen und Sachen finden, die mich an den Engineer binden. Keine Ahnung. Show them what we are made of. Support our pilots. Ja, klar. Warum? Ich möchte mich erst in der Diskussionsrunde mit euch auseinandersetzen, was denn die Probleme hier im System sind. Lässt sich doch bestimmt auch alles friedlich lösen. Was ist denn jetzt hier? Wo bleiben meine Signalquellen? Signalquellen? Hallo? Ich hätte gerne eine Signalquelle. Gibt es da für bestimmte Arten von Signalquellen bestimmte Gegenden, wo man die suchen muss? Ein neuer Kontakt. Ich brauche eigentlich eine neue Signalquelle discovered. Aber das möchte mir irgendwie nicht sagen. Vor allem diese Konfliktzone, wie ich das da gerade so sehe, ist die da einfach. Einfach im Nirgendwo? Oder ist da ein Planet? Ah, nee, da ist ein Planet in der Nähe. Alles klar. Nur Signal Source. Wo? Schnell. Da. Wo? Da unten. Encoded Emission Detected. Kann ich noch nichts damit anfangen, aber vielleicht mal sehen. Vielleicht gibt's da was. What do we want? Freedom. When do we want it? Now. Ja. Was wollen wir schnell sein? Wann wollen wir das? Gestern. Browser. Ne, wie ging das? Genau, dieses hier Meme mit dem Internet Explorer irgendwie. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber Internet Explorer gibt es ja auch nicht wirklich mehr. Das ist ja dann jetzt alles Edge. Das ist alles eine Kante. Because of the cutting Edge Technology of Microsoft. Deswegen ist das Edge. Ja. Naja, aber ich muss sagen, so erste Eindrücke von meinem neuen Betriebssystem. Der Upgrade ging reibungsfrei. Man braucht halt etwas Geduld. Und es ist tatsächlich nicht viel Müll übrig geblieben. Also gut aufgeräumt, muss ich sagen.
nach dem Upgrade. Hat ja Befürchtung, dass auf meinem Computerhaufen Sachen herumliegen, die ich dann nicht mehr brauche. Brems, 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 brems. Material, improvised components. Brauchen wir das? Ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche. Cargo scoop deployed. Programming limpet drone. Cargo scoop retracted. So, das holen wir uns einfach mal. Gleich schon mal ein bisschen von außen gucken. Also wir haben jetzt hier coole Frackteile, die hier irgendwie da herumschweben. Da gibt es ein paar Sachen. Aber wozu ich diese Sachen jetzt unbedingt vielleicht gleich brauche, weiß ich noch nicht. Ich glaube, die gehören nicht zu meinen Komponenten, die ich brauche. Jetzt ist halt die Frage, ob das zufällig ist oder ob es da eine gewisse Art von Signalquellen gibt, die dann auch eine gewisse Art von Sachen bereitstellt, die ich bergen kann. Ist halt jetzt noch die Frage. Große Frage. Da kommt unsere Limpet-Drone wieder. Macht wirklich ein lustiges Geräusch. Und liebe kleine Drohne, wenn du fertig bist, darfst du ruhig wieder andocken und mit mir mitkommen. Zack. Also eigentlich, vielleicht gibt es ja sogar einen Befehl, ne? Fliegst du denn hin? Aber wohl noch was. New Material. Schön. Was macht denn das? Es ist auf jeden Fall hier reingewandert. Ob wir es nun brauchen oder nicht, ich habe es auf jeden Fall schon mal eingesammelt, ne? So, kann ich meinen Limpets hier irgendwie sagen, dass die hier zurückkommen sollen oder sowas? Also anvisieren kann ich sie nicht. Halt so. Ja, jetzt wäre es halt cool, wenn ich ja irgendwie sagen könnte, komm zurück an Bord oder so. Programming Limpet Drone. Hm. Gut, es hätte ja sein können, ne? Aber gut, was ist. Cargo scoop retracted. Na gut, machen wir was. Okay, also wir haben ja momentan schon drei Materialien gefunden, die ich zwar noch nicht brauche, aber vielleicht später dann irgendwann. Mal sehen. Schauen wir einfach mal weiter, ob wir denn nicht hier noch sonst irgendwo was anderes finden. Contacts. Ich fliege ein bisschen rum, bis mir dann mein HUD oben rechts wieder sagt, dass ich eine Signalquelle discovered habe. Wenn es dann soweit ist, dann schauen wir da nochmal rein. Und auch nochmal zur Erinnerung, also, ne, wenn jemand von euch da jetzt so voll die Idee hat oder einen Plan oder sich damit auskennt und Hinweise zu dem Umgang mit Signalquellen hat in Elite Dangerous, immer her damit, denn ich habe da echt noch keinen Plan. Da das jetzt wirklich das erste Mal ist, dass ich die aktiv suche, bis auf die eine Mission, wo ich mal so ein Kopfgeld-Mission hatte, ja, habe ich echt noch keinen Plan. Das war aber noch zu Zeiten, als die Signalquellen noch keine Beschriftung hatten und man nicht da stand, was das jetzt ist und was sich dahinter verbirgt oder was da gescannt wird. Deswegen, ja, null Plan. Wie immer halt, ne? Ja. Aber ich bräuchte ja eigentlich gern Chemical Processors. Wenn ich da jetzt eine Signalquelle finde, so wie die gerade eben, oder gleich mal drei Chemical Processors finden würde, wäre das super, super cool eigentlich. Die Frage ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das funktioniert. Unite and fight again. Oh, hier gibt es irgendwie einen Aufstand der Arbeiterklasse. Immer noch keine Signalquelle in Sicht. Leider. Da! Wenn man davon redet. So, Weapons Fire Detected. Soll ich es nochmal probieren? Thread 1. Ich probiere es nochmal, oder? Vorher noch einen Schluck nehmen, zu befeuchten. So. Get Combat Bonds today. Fight for the winning side. Ja, das ist halt die Frage, was halt die gewinnende Seite ist, ne? Ich meine, Combat Bonds könnte man natürlich auch mal ein bisschen
Obwohl, ich war lange nicht mehr an der Konfliktzone, weil die nicht so lukrativ war wie Abbauzonen. Aber war halt lange nicht mehr da. Hat sich da was geändert? Vielleicht sollten wir da ja mal wieder vorbeischauen. So, Weapons Fire. Was ist es? Was ist los hier? ASB Scout. Was ist mit dir? Wanted! Oh mein Gott! Du bist wanted? Bist du in einem Wing? Nee. So schnell? Oh, das ging ja schön. Das war ja mal einfach. So, Material. Wyrm Shield, Emitters, Refined Focus, Crystals, Galvanic Alloys, bla bla bla. Ist egal, brauchen wir ja alles. Macht sie wieder los. Lustig. So, das Einzige, was man jetzt ja wieder machen kann, ist eigentlich nur Schiff von außen ansehen. Ob ich eigentlich in einer Abbauzone permanent dann hier mit meinen Limpets herumfliegen sollte und auch meinen Frachtraum einfach offen lassen sollte und sammeln dann meine Limpets währenddessen ein, während ich fliege, weil ich wusste, dass wenn man sich bewegt, die meistens dann irgendwo dagegen knallen und das war's.